Schnibbel die Stapp und hallo Rio und herzlich willkommen zu Let's Play. Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, natürlich auf Legende. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen. Keine Ahnung warum. Wir haben da übrigens gesehen, Augsburg steigt in die zweite Liga ab. Wir werden uns natürlich nach der heutigen Partie ein bisschen Sachen reinziehen, ne? Wisst ihr ja Bescheid, wie das denn so in der Liga aussieht, beziehungsweise DFB-Pokal ist ja erstmal wichtiger dann. Wir werden so ins letzte Spiel gehen, denke ich. Ich bin gerade am überlegen, ob mit Martial. Ich denke nicht. Ich denke, heute ist es an der Zeit im Regen, Michi direkt von Anfang an zu bringen. Martial sitzt heute mal von Beginn an auf der Bank. Kovacic hat keine Form mehr. Habe ich mir fast gedacht. Michi aber 81. Kovacic keine Form, darf aber eine Halbzeit spielen, wird dann eventuell in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Hier die anderen, Timo Werner hat eine Chance, Martial natürlich auch immer mal wieder reinzukommen. Ruma, Nefkara und Co. Michi mit 81 Punkten. Ja, das heißt, er hat sich schon verbessert. Wir wollten uns eh nach dem Spiel mal angucken, wie die Leute sich verbessert haben. Michi hat das auf jeden Fall getan. Das ist schon mal auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und wir ach, da habe ich fast zu viel gequatscht. Arminia Bielefeld gegen Hannover 96. Ja. Und das ist das letzte Spiel der Saison. Im Regen, im strömenden Nass. Ah. Ah. Wir hoffen, wir spielen heute gut. In den letzten Spielen durchwachsen. So als Saisonabschluss. Das wären dann in 34 Ligaspielen keine Niederlage, wenn wir heute gut spielen. Nebenbei geht es dann noch um die Torschützenkanone. Ich finde schade, dass ich nicht sehen kann, wer denn ein Tor geschossen hat. Das wäre halt mega geil zu sehen. Wunderschön gesehen von Michi auf Türke. Ball war ganz schön weit gelegt. Jonathan Tah pennt da hinten. Zum Glück wurde der Freistoß gepfiffen. Alles andere wäre ziemlich scheiße gewesen. Ja, das war schon fast klar. Auch wenn das geplant war, gut sah das jetzt nicht aus. Michi, und der macht das einfach gar nicht gut mit der Ballannahme. Hat er die Chance auf das 19. Und macht den aber nicht. Kovacic, Nefkara hier. Freistoß, klar, das sage ich auch. Michi wird da voll umgesetzt, macht das ja eigentlich voll stark und wird dann hier einfach weggetreten. Sind die alle im eigenen 16er Schweine. Der ist nicht so stark, Kovacic, momentan. Der Pass war auch eher miese Sahne. Ich wusste aber, wenn der... Ich habe mich schon gefragt, warum geht er zu Rodriguez? Als ich gesehen habe, dass Rodriguez im Abseits war, war es mir dann doch deutlich klar, warum. Chalobah ist einfach kein Stürmer. Aber er bekommt den Ball hier geschenkt, das 1:0. Warum auch immer, kriegt er den Ball einfach mal auf die Füße gebracht. Hier jetzt kein Abseits in dem Moment und Chalobah so, what? Dankeschön. Die Torvorlage geht natürlich an den Gegenspieler, der den Chalobah einfach mal direkt auf den Fuß legt. Also in Richtung letzter Sieg in der Saison geht es natürlich erstmal. Hammergeil, das Tor für Chalobah. Viertes Saisontor. Das war auf jeden Fall richtig, richtig schön. So, Töre. Kovacic. Ja, kann man auch besser machen. Michi.
Töre. Und der Ball auf Nefkara. Nefkara! Siebte Spielminute. Ja, wir haben noch Zeit hier. Eine gute Reingabe auf Rikik. Der kriegt den Ball aber nicht. Oh, Töre! Gefährlich, die Aktion. Ja, da war Baumann schon. Baumann übrigens im Tor. Hm? Interessant. Töre Michi, 19. Saisontor! Jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier los. Das Stadion rastet aus. Schön von Nefkara auf Töre. Töre schön auf Michi. Michi, Saisontor 19. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin echt am Überlegen, was meint ihr? Michi für Martial? So wie momentan Michi spielt, ist eigentlich schwierig, ohne Michi zu spielen, finde ich. 19. Bundesligator. Und das alles in der Rückrunde eigentlich, oder? Und zumindest ein Großteil davon in der Rückrunde. Hätte ja echt Fließband getroffen in der Rückrunde. Am besten hier gegen Freiburg mit den 6 Toren. Das war richtig krank. Abseits. Gott sei Dank. Sonst hätten die gerade nochmal gesweatet und ihn dann reingeschossen. Hammer geil. Nur Tanta. Schaloba. Callum Chambers. Ja, Jonathan Tah braucht super lang, um überhaupt loszurennen. Macht das dann aber wirklich gut. Kovacic. Ich weiß nicht so genau, wohin der Pass hätte gehen sollen. Abseits. Töre hier. Schöner Pass von Nefkara, aber er war viel zu schwächlich. Hat man schon gesehen. Der hätte ein ganzes Stück weiterkommen müssen, damit der wirklich gefährlich wird. So, Nefkara bekommt ihn aber direkt wieder. Rübergelegt. Rodriguez, Ruma, Nefkara und Michi. Ah, Nefkara hier mit dem Versuch. Michi, 20. Saisontor. Stadion freut sich. Zu Recht. Endlich kann mal einer von uns in der Liga Torschützenkönig werden. Das ist ja bis jetzt noch nie gewesen. Und Michi kann es werden. Als Ersatzspieler gekommen für Martial. Scheiße. Saisontor 20. Boah, wie der in der Rückrunde eingeschlagen hat, ne? Richtig geil. Also ich habe damit nicht gerechnet, dass er so einschlägt. Am Anfang habe ich so gedacht, ah, zu wenig Abschluss, torungefährlich. Und dann entpuppt sich da so eine Kanone raus. Bruma! Nee. Wäre es jetzt aber auch gewesen. Nefkara und Chaloba. Klar, Chaloba läuft den ganzen Weg mit. Erobert sich auch den Ball. Aber wenn Michi noch ein bisschen besser passen kann, wird er echt mega gefährlich. Kann man schon so sagen. Rikik. Stark. Michi. Boah, der Ball kommt einfach schlecht. Töres Ball. Mit Backspin könnte man meinen.
Schön auf Töre gelegt und der streift den Pfosten. Das habe ich gespürt, es hat vibriert. Ob ihr es gehört habt, wird sich zeigen. Oder hier, ihr seht es hier. Da, das war auf jeden Fall der Pfosten. Der wechselt sogar nochmal die Drehung danach der Ball. Man hat es gesehen. Achtet auf die Drehung des Balls, wenn ihr genau sehen wollt. Er dreht sich erst gegen die Richtung und dann mit. Na scheiße. In dem Moment ist Michi nicht losgestartet. Ah, Kovacic. Ist halt kein Defensivmann. Oma. Eine Minute Nachspielzeit gibt's oben drauf. Kovacic holt sich hier wieder den Ball. Schön gemacht. Michi hat die Chance, Torschützenkönig zu werden. Richtig gut sogar. Er macht zwei Tore hier. Ganz zur Freude von unserem Team hier. Irgendwie der Ball auf Chalupa. Und dann auf Nefkara, der hier versucht, auch noch einen reinzusetzen. Saisontor 19 wäre es für ihn gewesen. Dann der Pfostenschuss. Dann hier Michi per Kopf. Kopfbälle sind eh genau sein Ding. Nefkara versucht nachzusetzen. Gelingt ihm nicht. Und dann Michi nochmal. Und dann macht er den rein. Richtig genial. So, gucken wir doch mal, wie Dortmund spielt. Dortmund. 0-0. Finde ich geil. So muss das. Er muss mindestens ein Tor schießen. Hertha führt und Bremen unentschieden. Richtig genial. Torvorlage gehen. Oh, finde ich gut. So muss das sein. Da freut sich die Mannschaft tierisch. Und ich will rotieren. Ja. Timo Werner soll rein. Es ist das letzte Bundesligaspiel. Und ich will einfach rotieren. Timo Werner jetzt in der zweiten Halbzeit. Mitchell Weiser dann gleich für Töre. Einfach nochmal die Ersatzspieler an den Ball kommen lassen. Timo Werner da. Michi! Drittes Tor in dem Spiel! Er wird ja in Ruhe gelassen. Boah, der ist einfach momentan super torgefährlich. Scheiß die Wand an. Auf den zu verzichten geht gerade eigentlich gar nicht. Ich bin am überlegen, ob er nicht im DFB-Pokalfinale spielen sollte von Anfang an. Michi statt Martial. Aber ich bin echt am überlegen. Er spielt momentan echt geilen Fußball bei uns. Saisontor 21. Mega geil. Vier Tore Führung. Chalupa spielt hier auch heute gut. Hätte das denn gedacht? Vor Beginn der Partie. Ist ja immer so eine Frage. Chalupa, Kovacic. Wie spielen die zusammen? Was machen die? Boah, der Ball von Michi auf Töre war richtig stark. Töre! Nee, belohnt sich nicht mit dem schönen Sprint. Mit dem Tor. So, Nefkara mit der Reingabe auf Rikic. Timo Werner ist dran am Gegenspieler. Nefkara ist natürlich auch da. Rikic. Immer wieder Rikic. Auch heute. Boah, kacke die Ballannahme. Nefkara war mir im Weg. Ich konnte nichts machen. Ich will übrigens wechseln. Ich will ihn hier nicht rummeckern. Der war mir einfach im Weg. Da konnte ich gerade überhaupt nichts machen, außer dumm aus der Wäsche gucken. Timo Werner mit schönem Antritt, schönem Sololauf und dann vom eigenen Spieler geblockt. Courtois wenigstens mal stark.
Akteure ist ja auch noch drin. Da ist Callum Chambers, der da den Ball mit dem Gesicht abfedert, und Rodriguez. Und Töre. Schöner Ball auf Michi, der den Ball, doch, der nimmt den Ball an. Michi, drin das Ding, viertes Tor. Viertes Tor für Michi. Was für ein Torjäger. Saisontor 22. Krass. Einfach nur krass. An der Stelle jetzt ist für Michi auch mal Ende im Gelände. Das war ein geiles Spiel von ihm. Da kann man ja wohl von ausgehen, dass die Torschützenkanone an Michi geht. Ist ja wohl total unrealistisch zu behaupten, dass sie dann noch an irgendwen anders gehen würde. Bolzen. Nefkara da. Der will zwar keine Tore mehr schießen, aber wenigstens ein paar Torbeteiligungen rausholen. Rauskitzeln. Kovacic Pass auf Timo Werner ist voll gut gewesen. Und der ist drin. Da springt Timo Werner einfach über den Verteidiger drüber. 6:0. Er ist hier zuck drüber gesprungen. Reingenetzt. Martial ist jetzt drin. 6:0. Ah, ich muss mich gerade ducken, deswegen hat sich gerade keiner unserer Spieler bewegt, so wie das sonst der Fall ist, weil sonst sind wir eigentlich läuferisch immer überall da. Timo Werner auf Mitchell Weiser. Und ins Aus, und ins Aus, und ins Aus. Dreimal gewechselt. Haben wir Mitchell Weiser, Timo Werner, Martial. Nefkara. Kovacic, Timo Werner. Jonathan Tah, der passt aber auf. Martial, Kovacic, Martial, nee, nur Martial. Ach, Martials Pass war wieder mal B-Sahne, kann man sagen. Nicht allererste Sahne, sondern zweite Sahne war das. Weil der Ball irgendwie ja immer noch gar nicht so schlecht kam, aber halt wirklich nicht gut. Unten ist viel Platz. Ach, Martial. Hat momentan nicht so eine leichte Saison. Also so eine leichte Rückrundensaison. Muss sich gegen einen anderen Spieler geschlagen geben in der Torschützenliste, ja, von uns, der eigentlich immer nur vor der Bank kommt. Callum Chambers. Er macht da nicht gut, aber er muss auch gegen zwei daran, und das ist schon mal schwierig dann. Und der Ball ist im Aus. Nein, ist er nicht. Einfach kein Glück. Einfach kein Glück für Martial. Und das Spiel ist vorbei. 6:0. Pi, wollte ich erst sagen. Ihr seht, alle rasten aus. Deutscher Meister.
ist Arminia Bielefeld. Da rasten sie alle aus. Arminia Bielefeld ist zu Hause deutscher Meister geworden. Ja, Hannover muss sich eigentlich nicht cremen. Klar, das 6:0 ist bitter. Aber wir haben die Saison dahin gespielt. Und voll geil das Ganze. Richtig genial. Deutscher Meister, ihr seht's, behaltet diese Bilder am Kopf. Da gehen sie alle einzeln hoch. Da, Chalobah, Rodriguez, Nefkara natürlich. Im Regen, im strömenden Regen. Handschütteln nicht vergessen. Es wird geklatscht, es wird gejubelt. Da sind sie noch alle. Deutscher Meister 2000. Und, boah, ich weiß gar nicht, welches Jahr das ist. 17? Auf jeden Fall, Bielefeld holt sich die Schale. In 34 Spielen keine Niederlage. 2 Unentschieden, 32 Siege. Dieser Ligatitel geht zu Recht an uns. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so häufig gewinnen. War auch echt super schwer teilweise, wie gegen Mainz. Gab ja noch andere Spiele, Hoffenheim. Da haben wir hinten gelegen und dann immer glücklich eingewechselt. Bielefeld Bundesligameister. So muss das. Wir haben darauf hingearbeitet. Da seht ihr Michi, der ausgewechselt wurde mit 4 Toren. Stadion boot ein bisschen. Chalobah hier mit dem 1:0. Und dann ging eigentlich nur in eine Richtung. Wurde immer viel verteidigt hier. Michi hier. Ihr hört die Fans. Und das 3:0 schon zu dem Zeitpunkt. Wir haben immer weiter in die eine Richtung gespielt. Knapp dran vorbei, da hat man es nochmal gesehen mit dem Pfostenschuss. Und Töre hatte aber mehr als nur diese eine Chance. Und dann Michi wieder mit dem Tor. Timo Werner springt über den letzten Verteidiger drüber und schießt auch einen rein. Und das war's dann eigentlich. Deutscher Meister. Hammergeile Scheiße. Gucken uns nochmal hier an, wie er denn die Torvorlagen gegeben hat. Chalobah, Kovacic, Timo Werner und Töre. Ja, Timo Werner kommt rein, macht das Ganze dann auch gut. Mitchell Weiser hat eigentlich nicht mehr so viel beigetragen. Nefka, 22 Pässe. 25 Versuchte, gewonnene Zweikämpfe. Hinten die Verteidigung mit Rikik und Co. Richtig stark. Dortmund hat 1:0 gewonnen. Mega geil, Leute. Ich musste gerade kurz aufstehen, um mir Matt zu trinken zu holen. Torhüter des Turniers bekannt. Michi ist echt hammergeil. Torhüter des Turniers ist Muslera. Michi hat den goldenen Schuh. Bundesliga-Team des Turniers. Hier seht ihr es. Rikik ist einer der besten Verteidiger. Nefkara, einer der besten Mittelfeldspieler. Töre ist dabei gewesen. Töre, Nefkara und Rikik, die drei sind dabei gewesen. Und Rikik fand ich auch super stark. Super, super stark. Boah, echt. Gucken mal. 24 Spiele in Folge gewonnen. 22 Tore geschossen. Das Team des Turniers. Nefkara ist dabei gewesen. Rikik ist dabei gewesen. Genial. Einfach nur genial. Einfach nur genial. Dafür gibt es auch 13 Mille. Ah, ich habe mich entschieden, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Ja, ich habe mich entschieden, mehr Geld in den Po gestopft zu bekommen. Ganz viel Geld in den Po. Ja, so schaut's aus. Ah, war das schön. Ihr seht hier, das sind dann so die Punkte. Rikik hat sich besser verbessert. Haha, besser verbessert. Wie Jonathan Tah das gemacht hat. Rikik hat aber auch eine grandiose Saison in der Bundesliga hinter sich. Jonathan Tah war aber auch immer sehr, sehr stark. Rodriguez, ihr seht hier, 7-5, 7-6, 7-5. Courtois. Am Ende ein bisschen stärker geworden. Nathaniel. Ja, der gute Nathaniel. 4 Tore, 6 Tore insgesamt geschossen. 10 Vorlagen. Gar nicht so schlecht. 2 Punkte gemacht. Kovacic nur 1 Punkt gemacht. Ah, der gute Nefkara. 19 Tore geschossen, 19 vorgelegt. Richtig genial. Hat richtig gute Saison hinter sich. Auch Töre hier. Anthony Martial. Zeigte großes Potenzial. Aber hat das Ganze nie so gut umgemünzt bekommen. Alvaro Mongi Adeva natürlich auch gut gespielt. Benjamin Kongre, Timo Werner auch wieder mit dem Tor zum Abschluss. 6,8 im Durchschnitt. Valentino Lazzaro, Emre Can, Mitchell Weiser. Michi natürlich, 28 Spiele, 22 Tore. Hat am Ende noch die Torschützenkanone geholt. Krass, da kam er dann aus dem Nichts heraus und schießt uns einfach mal
schießt sich einfach mal den Pokal in die Hand, könnte man sagen. Richtig geil gemacht. Sonst noch irgendwas. Oma Villarey, Ivan Bandalowski. Simone Skuffé hat ja diese Saison plus 4 gemacht, obwohl er bei uns nur auf der Bank sitzt. In der nächsten Saison wird er ausgeliehen. Ah, war das gut. Das tut gut. Hammergeil, Leute. Hammergeil. Mit einem Blick auf die Tabelle. Ah, hammergeil. Aufstiegstabelle Werder Bremen. Okay, gegen Eintracht Braunschweig. Ja, das können die ja wohl machen. Champions League seht ihr hier. Bielefeld raus und Bayern raus. Und Leverkusen raus. Euroleague hat Liverpool gewonnen. Hat man da schon wunderschön gesehen. Dann ist noch der Confederations Cup und die Bundesliga-Tabelle. Und Werder Bremen, ja, lässt sich nicht mehr überholen. Richtig, richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm. Gucken mal in... Ja, wobei, das schauen wir uns dann einfach morgen an. Das schauen wir uns dann morgen an. Jetzt ist erstmal wichtig. Wobei, komm, einmal noch auf die Bundesliga werfen. So sieht's aus. 125 Tore geschossen, 24 Gegentore gekriegt. Bielefeld an der Stelle. Und wir sehen uns morgen dann im DFB-Pokalfinale wieder, wenn es wieder ist. FIFA 14 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara. Natürlich auf Legende. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.